Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Generation Zero hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und heute sind wir leider alleine unterwegs. Die Dori hat es nicht geschafft, da zu sein. Schade, schade. Und erreiche die Evakuierungsstelle Saltwallen IP. Keine Ahnung, wo die ist, aber wir werden es gleich sehen, hoffentlich hier. Karte. Evakuierungsstelle an Skarvin. Wo ist denn Skarvin dann? Ein Bunker in Skarvin soll ich. Bin ich da jetzt nicht gerade? Na egal. Wir sind jetzt hier unten im Bunker drinne und kamen denn hier noch einiges. Gibt es da irgendwie eine Information darüber, was ich hier noch brauche? Unterschlupf. Verfolgen, abbrechen. Nee. Aber hier konnte ich doch irgendwie sehen. War das nicht da bei... War das nicht hier, wo ich gesehen habe, wie viele Punkte noch offen sind? Oder ob ich alles gefunden habe? Kartenlegende an aus. Das ist Z. So, Feldzugplan, Weltmission. Ich sehe hier gar nichts, mein Guter. Ich sehe hier gar nichts. Keine Ahnung, ob das jetzt auch so ein leichter Bug ist oder sowas. Weil ich jetzt hier allein unterwegs bin. Und nicht mit Frau Dori. Auf jeden Fall können wir hier erstmal aus dem Schlafraum raus. Dann hier aus dem Bunker raus. Ah, die CPU kommt nicht hinterher. Keine Sau weiß warum. Na komm, lass auf das Ding. So, ich habe nämlich schon die Bitrate eigentlich runtergestellt und dachte eigentlich, dass die CPU dann ein bisschen besser dahinterher kommt, aber das Spiel ist... Geht ganz mies auf die Hardware, muss ich sagen. Also wirklich richtig mies. Wir gucken zumindest mal ein bisschen raus hier jetzt erstmal. Aus dem Bunker. Das ist wirklich alles zu hier, ne? Wenn ich niemals wiederfinde. Naja gut, ich werde hier wahrscheinlich wieder starten. So. Aber ist doch eigentlich nur 60%. Braucht er doch eigentlich nur zum Rendern. Nicht so die CPU da hinterherkommen. Na gut, egal. Ich verstehe es noch nicht, was da ist, aber... Gut, das kriegen wir vielleicht auch raus. So, wir sind jetzt auf der Karte. Sind wir jetzt hier. Aber was, der hat mir doch was von... Skarvin. Codename Skarvin. Auf Nora Saltholm, in der Nähe Kirche Saltholm. Right, Map Nora Saltholm. Siedlung, da muss hier irgendwo eine Kirche sein. Das, keine Ahnung, wo Nora Saltholm ist. Nora. Nora, okay. Nora Saltholm. Achso, das ist hier dann noch. Das ist eine Insel, okay. Okay. Also wir müssen sowieso bis da unten runterlaufen und alles mal angucken. Ich hoffe, dass man irgendwo ein Auto hat. Hier mal reingucken. Und dann suchen wir doch mal die Kirche jetzt hier. Wenn es hier denn eine Kirche geben soll. Ich finde das auch interessant, dass das hier alles noch beleuchtet ist eigentlich immer, ne? Dass hier überall die ganzen Lampen noch leuchten, aber die Leute alle raus sind. Das deutet ja eher darauf hin, dass es doch ein relativ zügiges Verschwinden war aus der Welt. Da kann ich... Das ist mir alles noch ganz... Nicht ganz so geheuer, muss ich sagen. So, ich habe jetzt mal ganz kurz noch ein paar Kleinigkeiten am Rechner weggemacht, aber nee, sofern wie es in 60%, 55, 60% geht hier. War da was? Weiß ich nicht, ob sich hier was bewegt hat. Aber die Einstellung habe ich jetzt auch nicht mehr gefunden, ne? Wo denn da stand, das und das haben wir noch nicht gefunden und so. Doch, wie habe ich denn die Waffen durchsortiert hier? Da haben wir die Pump und hier haben wir die kleine Pistolette. Da haben wir ja schon eine bessere. Ach, schiebt mich die Tür durch die Gegend. Alles klar. So. Können wir ja mal gucken, was denn hier so alles ist. Ne, das kann man immer mitnehmen. Medipacks können wir gut gebrauchen. Das haben wir schon rausgefunden, dass uns die gar nicht mal so... Gar nicht mal so schlecht sind. Doch hier auf dem Klo liegt noch ein bisschen Munition. Naja, das ist nicht weiter schlimm. Das kann man ja mal machen.
So, gucken wir mal hier weiter. Schwierig. Hier liegt eine Zeitung rum. Ein Kartenspiel. Guck mal, hier hat einer Solitär gespielt. Interessant, interessant. Das ist noch nicht weit gekommen. Da kann man die zwei Herz doch darauf legen. Naja. So, werden sie raus schon wieder? Die Munition haben wir genug. Hoppala. Den Effekt hatte ich jetzt nicht erwartet. So, eine Notfackel, das lassen wir da erstmal drin liegen. Ich könnte mal vielleicht in meiner Wohnung könnte mal so ein Feuerwerk zünden. Was ist hier noch? Computer? Okay. Also da waren sie, Heavy Flash waren sie Fans von, das sieht man eindeutig. Ich konnte keine aktivierten Videoskills finden, die das abspielen können. Gehe in die Alexa-App. Sei ruhig. Computer aus. Das gibt's doch nicht. Quatsch, die mich gleich voll hier. Also hier ist was los heute. Heute passieren die Dinge, ja, naja. So, eine Treppe nach oben gibt's hier nicht, ne? Gibt's nur nach hinten raus noch irgendwas? Irgendwie müssen wir da noch hinkommen. Genau, da hatte ich was gesehen. Aber hier ist denn, hier liegt dann auch nichts mehr rum. Okay, gut, das hatten wir. Uiuiuiui. So, das Problem an der ganzen Sache ist, letztes Mal hat uns die Dori doch ganz gut hier durchgeritten und uns hier durch die Mission durchgezogen und hier schnell und guck mal da und ist uns immer vorausgelarrt. Deswegen bin ich so ein bisschen planlos gerade. Finde ich gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Aber wir sollten ja hier eine Kirche finden können. Also eine Kirche sollten wir doch sehen können, oder? Was hier eine Kirche ist. Ich finde es nur merkwürdig, dass wir hier nicht sehen, wie viele Lootstellen das war. Das hat man doch vorher gesehen, oder nicht? Verfolgen? Will das hier nicht verfolgen? Aber man hat doch früher gesehen. Das könnten ja nicht eine Kirche sein. So vom Umriss her sehe ich auch nicht, wie eine Kirche aussieht, ne? Die letzte Kirche, die wir gesehen haben, die war hier. Unterschlupf. Bauern. Das war der Bauernhof. Hier war eine Kirche. Kirche von Ingelholm. Vielleicht müssen wir dahin laufen. Dass hier die Kirche steht. Durchaus möglich, ne? Oder hier eine Kirche steht. Aber hier das Auto, was da auf dem Dach liegt. Huch, jetzt, warum geht das jetzt an? Gucken wir uns mal die Tür öffnen, liegt aber nichts drin, okay. Also dieses Spiel ist schon sehr merkwürdig. Also es macht einiges mit meinem Rechner, was ich nicht erwarte. Macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Vielleicht gibt es hier oben schönes von der Hand zu sehen jetzt so, okay. Gibt es hier irgendwo ein schönes Fenster? Das heizt sogar, oder? Kann ich das nicht kaputt machen? Ah, das ist meine Funzel. So, Effi Funzel ist okay. Die scheint mir echt aus dem Bauch raus. Hier ist ein Schachspiel. Interessant, interessant. Das Solitär haben wir schon gesehen. Schach haben wir jetzt schon gesehen. Hier mal in den Schlafkammer. Hier hätte ich ein Klo erwartet, muss ich sagen. Oh, guck mal, das ist eine Kiste. Aber wenn hier schön ist. Gasmaske, okay. Nehmen wir mal mit. Kann man den vielleicht gebrauchen. So. Huch, nee. Da wollte ich wieder runter. Also ich gehe jetzt mal in die Einstellung hier. Das ist mir jetzt, glaube ich, echt ein bisschen zu viel. Grafikeinstellung machen wir mal. Auf Mittel. So. Hast du es gemerkt? Ja. So. Das ist mir, ist, trotz dessen macht es da Dinge, die es nicht machen soll. Keine Ahnung. Also was auch immer hier quasi dafür sorgt, dass ich diese Lecks und alles habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ärgert mich gerade auch tierisch. Und dazu ärgert mich meine absolute Planlosigkeit. Naja gut. Können wir ja nicht anders. So, ich will hier aber auch nicht stundenlang zubringen und ich. Das ist. Was mich am meisten ärgert, ist, dass ich das auf der Karte nicht mehr sehe. Ich habe doch sonst immer gesehen. Wie viel Gedöns hier zu finden war und so. Was hier? Konditorei? Da kommen wir nicht rein, okay. Also hier waren wir ja überall schon einmal drin, ne? Ja, Dori, ich brauche deine Hilfe, sonst komme ich hier nicht klar. Also das ist eindeutig so.
Aha. Jetzt haben wir nagel noch dran, da sehen wir was. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Gucken wir mal, was da passiert. Ich nehme mal vorsichtshalber das Gewehr hier in der Hand. Falls mir jetzt hier irgendwo ein Roboter entgegenkommt, den ich jetzt nicht so sehen will. Ich nehme an, dass da hinten sowieso was. Da ist auch was. Da ist er. Wie denn? Ich sehe seinen dusseligen Tank da oben nicht. Ich treffe den Jungen nicht. Also ich kann alles machen, aber ich treffe ihn nicht. Na ja, gut, okay. Wo hat denn der sein? Der hat da oben die Flinte drauf. Okay, das sehe ich. Okay, das ist keiner. Oh. Wo ist der zweite jetzt hin? Ich treffe den nicht. Okay. Das Ding räuchert immer so ein bisschen was weg hier. Wow, 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 das sind ja zwei von mir. Alter. Dann lass ihn mal nachladen. So. Alter, was ein affiges Spiel. Oh, Pump Action ist... Pump Action leer geschossen. Alter! Kampf gewonnen. Klar, logisch. Wie, ich kann ihn nicht looten? Wieso kann ich ihn nicht looten? Postenmunition. Boah, schwierig. Ganz schwierig. Irgendwann sieht mich immer noch hier. Also irgendwann nimmt mich immer noch wahr hier um die Ecke rum. So, hier gibt's eine Waffe und 11 Beute. Alter, jetzt macht er auch noch Terror hier. Hinweis auf Evakuierung 2. Dann gib mir die Pistolette. Pissding. Also hier sind wir jetzt ein paar Mal gestorben, ne? Das Inventar gucken, die Dinger haben wir dafür aufgebraucht. 3 Stück. Okay.
Von den Dingen müssen wir jetzt mal auch ein paar aufbrauchen hier. Dass wir wieder fit sind. Wir sind so halbwegs. So, dann sollen wir mal gucken, ob hier noch einer drin irgendwo rumschwirrt. Oder ob wir die eventuell mal durch so ein... über eine gekonnte Ablenkung dann wegkriegen. Aber jedenfalls gibt es hier nochmal eine neue Waffe. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, die Dinger muss ich immer mehr mit benutzen. Diese Sprengfallen oder sowas. Die da hinlocken. Irgendwie. Ja, naja, gut. Wie gesagt, wir haben das ja jetzt im Multiplayer quasi kennengelernt, das Spiel. Und haben im Multiplayer natürlich gute und tatkräftige Unterstützung gehabt. Okay, die Tür geht sogar auf. Okay, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Die haben wir jetzt natürlich nicht mehr und dadurch gehen wir jetzt wahrscheinlich 20 mal öfter hops. So, was ist hier los? Hier gibt es auf jeden Fall tolle Dinge. Hier gibt es auf jeden Fall ein Funkgerät. Das kann man gebrauchen. Hier gibt es nochmal eine Karte. Okay. Set mehr lesen. Aha, auf der Karte ist auf jeden Fall da nochmal ein Kringel gemacht. Das ist der Missionsgegenstand. Okay, sehr gut. Fernglas haben wir schon, brauchen wir nicht. Weiß ich nicht, ob ich die brauche, aber ich habe es jetzt erstmal nicht benutzt. So. Okay, was gibt's hier noch? Hier gibt es so ein Polizeiauto. Anderhage, Evakuieringen ist slutförd. Återvänd till bas, komm. Okay. Löjtnant, vi låser ner Västland om 10, rapportera status, komm. Wir werden Festland 10 Minuten abriegeln, dann startet es, bitte kommen. Funkstille. Okay. Okay. Was ist Festland? Wo liegt das denn wieder? Oh Gott. Hier gibt es so ziemlich viel zu suchen und zu untersuchen. Puh, schwierig. Ganz schön schwierig. So, gucken wir mal weiter hier. Warte, wir gucken nochmal in den Kofferraum. Vielleicht finden wir da ja noch die Flinte oder so. Ist irgendeine Waffe. Hier soll es ja irgendwo noch eine Waffe geben. Da ist sie nicht drin. Da auch nicht. Da auch nicht. Nicht. Dass man die Autos nicht fahren kann, ne? Hm. Naja, vielleicht gibt es da mal irgendwann DLC zu, wenn man hier irgendwas fahren kann oder so. So, aber ich kann die Grafik auf jeden Fall hochstellen. Das hat überhaupt nichts gebracht, die runterzustellen. Das werde ich jetzt hier gleich noch wieder machen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Brauche ich nicht. Hier haben wir eine Kiste. Oh, das nehmen wir alles mit hier. Munition ist immer gut. Munition kann man immer gebrauchen. Na, Pistolenmunition haben wir ja auch ziemlich viel. So, achso, jetzt. So, hier steht noch eine Kiste rum. Oh, noch mehr Munition. Sehr schön. Also gerade die Postenmunition. Ich glaube, die brauchen wir ganz... ganz dringend, weil wir dort quasi mit der Schrotflinte auch richtig gut Schaden machen können dann. Also, Posten ist ja quasi das, womit du dann halt die Großwild umnietest, wenn du denn mal unterwegs bist mit in der Jagdsimulation. Gucken wir mal, sehe ich das jetzt hier immer noch? Das sehe ich immer noch nicht von oben. Doch, hier sehe ich es jetzt, Beutewaffen. Sehe ich da aber nicht mehr. Ah, muss ich jetzt wieder reinlaufen wahrscheinlich. So, wir haben ja auf jeden Fall noch x-mal Beute irgendwo. Und irgendwo noch eine Waffe. Hier ist ein Ball. Das ist ja interessant. Ah, vorgeschossen. Yay. So, gut, aber die Folge ist jetzt erstmal an dieser Stelle hier beendet. Weiß noch nicht, wo ich hier die Waffe finde, wo ich dann noch hingehen kann. Ich gehe mal das andere Tor noch. Ich hoffe, euch hat es gefallen, meine Planlosigkeit. Ich habe jetzt so langsam sicher, kriege ich hier einen Plan, aber nur einen kleinen. Ich hoffe, dass es besser wird. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Karte gefunden, wo wir denn mal hingehen können. Da müsst ihr vielleicht dann mal dran arbeiten. Es ist recht unheimlich, dieses Spiel. Sehr, sehr, sehr unheimlich. Ich finde, die Pistole immer noch ist die beste Waffe, die ich besitze. Guck mal ganz kurz hier rein. Ah, da sind wir schon wieder woanders. Okay. Also hier müssen irgendwo noch Beuten rumliegen. Hm, 100 EP kriegt. Wofür das? Weiß man nicht. So, da waren wir drin, da waren wir drin, da waren wir drin. Auf der Seite gucken. Hier ist auch noch ein bisschen Sportanlage.
sind auf jeden Fall Roboter. Eine Relais-Antenne ist hier in der Nähe. Ach, du ahnst es nicht. Da ist eine Relais-Antenne, die müssen wir auf jeden Fall wegnehmen. Hier waren wir drinne, hier waren wir drinne. Das haben wir schon gesehen. Da ist die Relais-Antenne. Ich verstehe noch nicht, wo ich hier die 11 Beuten noch finden soll. Welche Gebäude das noch sein sollen. Vielleicht muss ich auch mal in den LKW reingucken. Vielleicht habe ich ja da noch nicht genug gesucht. Das könnte natürlich sein. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Schrotflinte. G12 Pump Action. Jetzt gucken wir mal im Inventar. G12 Pump Action. Okay, die hat sogar... okay. Ergänzung entfernen. Die Postenmunition. Dann die Waffe tauschen. Dann können wir die Postenmunition wie wir an Waffe anbringen. Warte mal, muss ich die erstmal ablegen hier. Gegenstand ablegen, so. Anwaffe anbringen, Pump Action, Anwaffe anbringen, Pump Action. Kann ich an keinem Gegenstand anbringen? Okay, das könnte ich da anbringen. Funkgerät haben wir doch mit dabei 2, ne? Das brauchen wir bloß wieder für den Anwaffe anbringen, Pump Action. So, dann ist die jetzt erstmal wieder ein bisschen beladen, da können wir erstmal ein bisschen was machen. Aber Vogelschrot ist das hier, ne? Aber Vogelschrot werden wir wahrscheinlich nichts wegkriegen. Auf jeden Fall haben wir eine bessere Pump-Action gefunden. Also die Waffe haben wir drauf. Und dann gucken wir mal, was wir hier hinten drauf finden. Nichts weiter. Leer. Gut, okay. Also, wir gucken denn da in diese Garage, müssen wir vielleicht reingucken. Vielleicht muss ich da doch mal Knopf drücken, dass ich die aufkriege. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.